unser Video startet nicht wie gedacht vom Kochkurs, denn wir sind jetzt schon in der nächsten Stadt. In Valladolid. Valladolid. Und hier zeigen wir aber mal kurz die Ausschnitte vom Kochkurs. Wir haben irgendwie nur so ein bisschen gefilmt, weil es nicht irgendwie so gepasst hat, dass wir da die ganze Zeit vloggen. Die Janina hat es mir eigentlich verboten, aber ich habe es trotzdem gemacht. Ich habe mein eigenes Messer mitgebracht, was sie extra vorher gesagt hat, dass ich es nicht darf. Aber hier ist es. This is my own knife. Und schon hat man einen perfekt geformten Tortilla. Es ging alles viel zu schnell, aber es war trotzdem richtig cool. War sehr interessant, die mexikanische Küche so authentisch erleben zu dürfen und auch ein bisschen was für zu Hause mitnehmen zu können. Und wir müssen uns auf jeden Fall eine Taco-Presse anschaffen. Die Tortillas werden hier nämlich immer gepresst, nicht ausgerollt. Und auch so die Salsas und die Soßen, die wir gemacht haben. Ja, das war schon sehr, sehr lecker. Und wir bekommen auch noch die Rezepte geschickt. Und dann passt das. Heute fahren wir zu einer Maya-Ruine, zur Ekbalam. Ekbalam, das ist nicht die ganz große, berühmte, die hier auch in der Ecke ist, sondern eher eine kleinere, unbekanntere. Und da fahren wir mit einem sogenannten Colectivo hin. Das sind solche Sammeltaxen und das teilt man sich dann eben. In dem Fall jetzt hier eigentlich ein ganz normales Kleines und eine weitere Person. Normalerweise sind es größere Busse, aber der hat uns angesprochen und wir wussten den Preis von unserem Host, von der Unterkunft und das hat er uns auch so angeboten. Von daher fahren wir jetzt mit dem kleinen Auto, umso besser. Und ja, dann gehen wir mal wieder auf die Spurensuche der Maya. Wir sind jetzt angekommen bei der Maya-Ruine Ekbalam und ich wollte jetzt sagen, wir dürfen wieder nichts mit der großen Kamera filmen, weil die das als professionelles Equipment ansehen und eigentlich auch nicht mit der, weil man fürs Filmen auch eine besondere Lizenz erwerben muss, was wir nicht getan haben. Und es ist jetzt kurz vor 9 und hier ist wirklich leer, keine Menschenseele, wir sind ganz alleine, obwohl das jetzt aus unserer Sicht gar nicht so früh ist. Aber der Parkplatz war leer, hier drin ist kein Mensch. Ja. Also ich glaube, später würde man es auch nicht hier aushalten. Nee, das haben wir nämlich gestern schon festgestellt. Hier im Landesinneren ist so viel heißer wie an richtig der Küste. Krass. Wir sind gestern echt fast gestorben in der Stadt. Deswegen echt ist es ganz übel. Gut, weil jetzt ist es echt noch angenehm. Oh, total, ja. Und ja, da muss man sich mittags fast einsperren in der Unterkunft, aber die ist bei uns auch so heiß, weil wir diesmal keinen Ventilator und keine Klima haben. Müssen wir mal schauen, was wir heute dann machen. Und anders als bei der Ruine in Tulum, gibt es hier überhaupt keine Absperrung, man kann hier überall rumlaufen. Es gibt aber auch keine Tafeln, also noch weniger Infos zu der ganzen Geschichte hier. Aber ich glaube, hier wurde auch oder wird weniger restauriert. Sieht alles noch ein bisschen ursprünglicher aus, oder was meinst du? Irgendein Tier. Ja, stimmt. Und hier gibt es auch nicht so viele Leguan, das habe ich mich nämlich gefragt, ob die auch hier überall rumspringen, aber kein einziger. Noch keinen gesehen, ja. Gerade mal die paar Stufen hier hochgegangen und die Aussicht ist wirklich gigantisch. Wir gucken auf die Ruinen, an denen wir anfangs vorbeigegangen sind. Ja, das ist echt super cool. Gerade steht man da vor dieser riesigen Monsterruine und voll cool, dass man auch hier hoch kann und jetzt hat man echt den Blick
über den kompletten Dschungel und vor einem liegen die anderen kleineren Ruinen. Sieht schon mega cool aus. So, hochgehen ist ja bei mir kein Problem, aber runtergehen ist echt ein Problem, weil es so steil ist. Die Stufen sind so klein und die kommen so ganz dicht hintereinander und boah, ich hasse das. Und dann auch noch ohne Geländer. Wahrscheinlich robbe ich mich wieder auf dem Hintern runter, weil ich so Schiss habe, dass ich vorne überkipp. Und Ekbalam heißt übersetzt übrigens Jaguar. Schwarzer Jaguar. Schwarzer Jaguar. Genau, könnte aber auch, also Ek bedeutet schwarz oder je nachdem, wie man es ausspricht in der Maya-Sprache, Stern heißen. Also entweder schwarzer Jaguar oder Sternjaguar. Und hier wurde auch eine Malerei oder eine, ja, doch Malerei gefunden, die sternförmig ist. Deswegen geht man eher davon aus, dass es die Bedeutung hat. Und erst seit 1997 kann man hier herkommen. Das ist ganz aus dem Urwald ausgegraben, ja, freigelegt. Also ist noch gar nicht mal so lange her. Uns scheint so, als wären wir die einzigen gewesen, die hier mit einem Kollektivo waren und nicht mit dem eigenen Auto. Und deshalb müssen wir jetzt auch voll lange warten. Hier steht zwar eins bereit, aber wir sind eben nur zu zweit und dann will der noch nicht losfahren. Da will er halt doppelt so viel Geld von uns. Richtig, damit halt das Auto bezahlt wird. Und jetzt machen wir uns halt mal in der Zwischenzeit, weil wir jetzt schon so eine halbe Stunde warten. Hier sind wir immerhin in Mexiko, eine Guacamole. Und haben uns gestern auch hier Nachos gekauft, frisch gebacken von der Bäckerei. Ja, da durfte man sogar probieren im Laden. Ja, und dann haben die abgepackt. Eine riesige, riesiger Karton voller Nachos, riesig. Wirklich, richtig groß. Und die waren sogar noch warm. Und jetzt haben wir hier ein Avocado dabei, Limette, Koriander und essen halt zumindest mal ein bisschen was. So, es kam jetzt gerade nach einer Stunde oder so eine Vierergruppe raus und dann hat der Taxifahrer halt die genommen und uns sitzen lassen. Das war das einzige Taxi und jetzt sitzen wir hier. Und jetzt haben wir uns überlegt, versuchen wir einfach zu trampen. Aber ja, das ist halt der Nachteil, wenn man zu so einer Zeit hierher kommt, dass nichts los ist, dann ja, geht halt auch keiner. Mit uns, kurz nach uns, die sind jetzt natürlich schon wieder weg, weil ich meine, wir warten jetzt schon eine Stunde. Also zwischendurch sind immer mal wieder Pärchen rausgekommen, die haben nie einmal so kommen. Wir fragen die, ob wir da mitfahren können, die halt mit Mietwagen hier waren. So, nee, machen wir nicht. Jetzt haben wir einem Taxifahrer zugesagt. Jetzt haben wir den Salat. Hocken hier. Richtig scheiße. Nachdem wir hier in unsere Unterkunft zurückgekommen sind, waren wir jetzt erstmal noch schnell einen Kaffee trinken und was essen. Und jetzt wollten wir uns hier noch einen Markt angucken. Und vor allem noch einen Bus buchen. Morgen geht's weiter. Und wir wohnen hier übrigens auch wieder bei so einer Familie zu Hause. Hier im Hintergrund gerade die Oma. Die schreit immer ganz schön rum hier mit den Kindern und ja, irgendwas stimmt mit der nicht. Wir sind jetzt mitten in der Altstadt von Valladolid und was hier sehr schön ist, dass alle Häuser sehr bunt sind. Hier hinter mir sieht man es gerade. Ja. Gelb, rot. Alle Farben. Und hier gibt es so einen Platz im Zentrum und da gibt es tausende von Bänken und hier wird immer irgendwas aufgeführt und hier sitzen halt einheimische Touristen, alles versammelt sich hier. Und noch eine wunderschöne Kathedrale, die wir euch auch noch gleich zeigen. Hier gibt es immer und überall diese lustigen Stühle, in denen man sich gegenüber setzt. Die sind so gemauert und der eine guckt halt in die eine Richtung, der andere in die andere. Aber als Paar guckt man sich direkt in die Augen. Schön, gell? Ja. Und der Park wird immer voller und voller. Es ist jetzt schon gegen Abend. Die Sonne geht langsam unter und ich glaube, wenn es hier dunkel ist, dann wuselt es hier geht's überall. Bestimmt und ab. Es gibt bestimmt viele Essensstände und wir kommen auf jeden Fall heute zum Abendessen her. Gerade noch einen Nachtisch gegönnt, wieder hier mitten auf dem Platz. Und es ist eine Waffel, ist richtig hart, frisch gebacken.
Die haben wir uns füllen lassen mit Nutella, Brombeer und noch Erdbeer. Und die Schlange bei dem Stand ist ewig lang. Scheint ziemlich beliebt zu sein, ist auch schon ganz lecker. Die haben hier so Katzenbabys, 3 Stück. Eigentlich waren es sogar 4, hatte gerade erzählt die Besitzerin, aber eins ist irgendwie verschollen. Und die sind so süß, die sind gerade mal so groß wie meine Hand und ja, voll putzig, aber die sind so scheu, die wollen nicht immer mit mir schmusen. Geht die Fahrt weiter nach Mérida und daher beenden wir das Video heute und jo, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, wenn ihr die Babykatzen auch süß fandet. Und seid ihr eigentlich eher der Hunde- oder der Katzentyp? Schreibt doch mal in die Kommentare, das würde uns interessieren. Und abonniert den Kanal, wenn ihr auch Bock auf eine Auszeit habt, und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Ciao.